Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu Tommy's Watch. Einfach mal gedacht, ich zeig euch mal auf YouTube, dass ihr mal seht, wie ich aussehe, Leute. Und ja, vielleicht klappt das ganz gut und ich kriege Likes oder ich kriege Dislikes, Leute. Ja, ich wollte mich einfach nur mal vorstellen, wie gesagt, mein Name ist Tommy The Watch halt. Ja, jetzt seht ihr mich zum allerersten Mal hinter der Kamera. Ich hoffe, euch gefällt das Video, Leute. Aber bevor ich jetzt aufhöre mit dem Video, Leute, zeige ich euch gleich die Gebäude aus dem Story-Modus Teil 2. Also schwingen wir uns an der Konsole. Bis gleich. Nachdem ihr den Schock verarbeitet habt, Leute, wo ihr mein Gesicht gesehen habt, schwingen wir uns jetzt erstmal an die Konsole und fangen mit dem ersten Wall Breach an. Ihr braucht ein Motorrad dafür und ein Cargo Bob klemmt das Motorrad an den Cargo Bob dran. Und dann müsst ihr müsst das Motorrad genau dahin schmeißen. Zudem das Motorrad jetzt platziert ist, so wie ich das jetzt hier mache, müsst ihr gleich einfach durch diese Wand da durchfahren. Also genau hier nochmal an diesem Ort der Karte, falls ihr das nicht wisst, wo das genau ist. So, und dann müsst ihr einfach mit dem Motorrad diese Wand suchen, wo ihr durchfallen könnt. So, genau die Stelle ist das. Und dann müsst ihr einfach mit dem Motorrad gerade bleiben. Klatscht. Jetzt seht ihr nur diese Texturen, also die Stadt meine ich jetzt. Und wenn ihr die Texturen sehen wollt, geht einfach in die Ego-Perspektive schon, seht ihr die Texturen und mein Motorrad vom missglückten ersten Versuch, was da liegt. So, und dann sieht man das unsichtbare Motorrad. Ist auf jeden Fall auch richtig lustig. Ja, aber wenn ihr, sag ich mal, nicht die Texturen in der Ego-Perspektive sehen wollt, geht einfach wieder auf das Motorrad und, ja, stick nach hinten, zack, seht ihr. Und schon könnt ihr euch hier in Ruhe umgucken und, ja, mit einem anderen Motorrad zum Beispiel hier rumcruisen, so wie ich das hier mache. Kann man auch durch die Wände durchfahren. So, zack. Da fühlt man sich schon so ein bisschen wie im Zauberfilm. Hashtag Harry Potter. Ja, und dann könnt ihr, wie gesagt, hier ein bisschen rumheizen. Und alles mal in Ruhe erkunden einfach, durch die Wände fahren. Und ja, soweit ich weiß, kann man sogar aus dem einen Fenster rausschießen, da wo dieser eine Typ aus dem Story-Modus von der IAA gefoltert wird. Ja, müsst ihr mal ausprobieren. So, der nächste Glitch ist das Haus vom Hausmeister vom FIB-Gebäude. Befindet sich auch an diesem Ort der Karte. So, ihr braucht wieder einen Hubschrauber dafür und landet einfach locker und flockig auf das Gebäude drauf. So, zack. Steigt dann einfach raus und lauft einfach bis nach ganz hinten, wo das Dach ist, da wo dieses Kreuz an diesem Dach ist, genau hier an diesem Punkt, da wo ich jetzt stehe. Und dann müsst ihr einfach das Handy rauszücken. Dann müsst ihr diese Mission von Martin annehmen oder wie ihr wollt. Ich nehme immer eigentlich Martin, warum auch immer. Und ja, habt ihr das nun angenommen, kommt erstmal dieser kleine Ladebildschirm. Und Leute, ich hoffe, euch gefällt das Video, das ich mich jetzt mal gezeigt habe. Ich wollte es einfach mal so spontan machen, um zu gucken, wie das bei euch ankommt. Ich bin mal echt auf eure Kommentare gespannt und ja, lasse ich mich mal überraschen. Ich hoffe nicht, dass ihr einen Herzinfarkt gekriegt habt und vom Stuhl geflogen seid. Nein, Spaß beiseite, Leute. So, jetzt seid ihr, wie gesagt, in diesem Haus drinne, nachdem ihr die Mission abgebrochen habt. Und ja, dann könnt ihr das Gebäude auch mal in Ruhe erkunden. Ich habe versucht, hier rauszuschießen, aber ja, man kann da nicht rausschießen und man kann auch nicht die anderen beiden Räume betreten. Ist auf jeden Fall schade, aber das ist auf jeden Fall auch mal interessant, hinter den Kulissen mal in Ruhe zu gucken, ohne dass man, ja, sag ich mal, sich hier, wenn man diese Stories spielt, sag ich mal, und ja, dann kann man, wie gesagt, in Ruhe gucken. Und ja, aber man kann, wie gesagt, nicht rausschießen oder raussnipen. Das habe ich nämlich auch versucht und es hat nicht geklappt, leider. Weil beim zweiten Schuss sieht man, ist das Fenster kaputt. Da, genau. So, der nächste Glitch ist beim Franklin. Ich denke mal, ihr wisst, wo das ist. An diesem Ort der Karte ungefähr. So, und dann rennt ihr wie die Bekloppten los und springt über das Geländer. Und ja, müsst einfach nur zu diesem Pool. Da, wo dieses große Fenster ist, lehnt euch da an, so dass man mit dem Rücken zum Spiegel steht, ungefähr, so wie jetzt. Und man muss natürlich wieder eine Mission annehmen. So, angenommen. Und dann wieder einfach gleich verlassen. Und dann müsste man eigentlich mit viel Glück in Franklins Haus gespawnt sein. So, jetzt kommt noch ein bisschen dieser Ladebildschirm.
Dann lädt das und lädt das und lädt das Ganze. So, und dann wieder Job verlassen und bestätigen und dann seid ihr schon aus dem Job raus und ihr seid bei Franklin in der alten Pornobude. Das Haus vom Story-Modus gefällt mir am meisten eigentlich. Ich finde das irgendwie so modern und so nicht so kitschig wie vom Michael das Haus. Aber kommen wir gleich mal auch zu Michaels Haus, wie man da reinkommt. Nachdem ich das hier euch gezeigt habe. Weil ich finde, wie gesagt, dieses Haus hier ist viel moderner auch so eingerichtet. Das gefällt mir auf jeden Fall viel besser. Kommen wir nun zu Michaels Haus. Befindet sich auch hier an diesem Ort der Karte. Ist in der Nähe vom Eclipse Towers. Das könnt ihr auf jeden Fall nicht verfehlen, wenn ihr das noch nicht kennt. Deswegen zeige ich euch nochmal die Karte. Und hier steht sehr mysteriöserweise ein Auto vor Michaels Haus. Keine Ahnung, ob Amanda wieder irgendwie einen Kerl in der Bude gerade hat. So. Klettert erstmal hier hoch oder lauft die Treppen hoch, je nachdem wie ihr möchtet. Stellt euch erstmal an dieser Tür. So ungefähr wie ich das jetzt mache. So. Und dann nehmt ihr wieder einen Job vom Martin an oder sonst wen. Und dann kommt mal wieder der Ladebildschirm. Ich sag das jetzt bestimmt schon zum dritten Mal mit dem Ladebildschirm, glaube ich. So. Dann lädt das Ganze wieder. Und dann müsst ihr einfach wieder verlassen, bestätigen auf A oder auf X, je nachdem auf welche Konsole ihr überhaupt spielt. Ja, ich habe einen Frosch im Hals, Leute. So. Jetzt lädt das erstmal. Und voilà, seid ihr in der Bude vom Michael drinne. So, dann könnt ihr euch hier ganz gechillt umgucken. Könnt ihr das Zimmer von der Tracy besichtigen. Ja doch, Tracy war das. Aber hier vorne oben, Leute, habe ich auch was entdeckt. Man kann einfach durch das Dach schießen. Genau durch dieses Dreieck, wo ich gerade rausgeschossen habe. Entweder mit einer Leuchtrakete oder mit einem Raketenwerfer. Ist auf jeden Fall auch richtig komisch. Das hatte ich mal durch Zufall entdeckt. So, wie gesagt, dann könnt ihr hier in diese verschiedenen Zimmer gehen, von Tracy oder so. Dann könnt ihr auf jeden Fall auch ein paar Schlüpper stürmen, wenn ihr wollt. Und ja, dann könnt ihr zum Beispiel hier beim Jimmy in das Haus reingehen. Und hier euch erstmal schön eine Bong rauchen, also eine Bong gönnen. So, und dann könnt ihr bei Michael und Amanda in das Schlafzimmer gehen und in die Umkleidekabine. Und dann könnt ihr euch hier umgucken. Und ich wollte euch ja gerade noch das Human Labs Gebäude zeigen, aber ich kam da nicht rein. Aber kurz vorm Human Labs Gebäude ist ein Gebäude, da stehen Leute im schwarzen Anzug mit Headsets in den Ohren. Ist auf jeden Fall auch sehr mysteriös. Und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst ein Like da oder eine positive Bewertung. Und ja, ich bin mal wieder raus und sag ciao, euer Tommy So Watch. Peace. Are you listening? Damn.